Wir haben im letzten Teil uns mit der Frage beschäftigt, wer die vier Evangelien geschrieben hat. Es ist allerdings nicht nur interessant, wer die Evangelien geschrieben hat, sondern auch, was diese Leute geschrieben haben. Ist doch eigentlich eine einfache Frage. Man nimmt sich einfach eine Bibel, schlägt ein Evangelium auf und guckt nach, was sie geschrieben haben. Ganz so einfach ist das nicht. Und man findet die Hinweise darauf auch noch in der Bibel. Wenn man beispielsweise einmal das Markus-Evangelium aufschlägt, man geht ganz bis zum Ende, das 16. Kapitel, das letzte Kapitel, da findet man den Bericht über die Auferstehung Jesu, wie Jesus seinen Jüngern nach der Auferstehung erscheint. Zuerst einer Frau namens Maria Magdalena, dann zwei unbekannten Jüngern und dann den Elfen. Und in den meisten Bibeln ist diese Geschichte in Klammern gesetzt. Die letzten Verse des Markus-Evangeliums, Kapitel 16, Verse 9 bis 20, sind in Klammern. Und man findet eine kleine Fußnote, ein Sternchen daran und einen Hinweis unten auf der Seite. Das findet man in den meisten Bibeln. Und der Hinweis lautet, die Verse 9 bis 20 sind in den ältesten Textzeugen nicht enthalten. Was bedeutet das? Was soll das heißen, in den ältesten Textzeugen sind diese Verse nicht enthalten? Um das zu verstehen, muss man sich ein bisschen damit beschäftigen, wie diese Evangelien überhaupt zu uns heute gekommen sind. Wie wurden die überhaupt überliefert? Stellen wir uns mal beispielhaft vor, das Markus-Evangelium wurde um das Jahr 70 herum in Rom geschrieben. Das ist so die gängige Theorie, das passt auch irgendwo, das kann schon sein. Markus sitzt also um das Jahr 70 in Rom und schreibt sein Evangelium auf. Und jetzt möchte vielleicht eine andere Gemeinde, irgendwo außerhalb von Rom oder innerhalb von Rom, auch dieses Evangelium lesen. Wie würde man das heute machen? Ich habe bei mir zu Hause ein Buch, ein anderer möchte das auch haben. Okay, kein Problem. Dann gehe ich um die Ecke in einen Copyshop und mache eine Kopie. Und genau das Gleiche hat man damals auch gemacht. Man ist damals auch um die Ecke gegangen in einen Copyshop und hat eine Kopie gemacht von dem Evangelium. Nur in dem Copyshop von damals saß natürlich keine Kopiermaschine. Das haben damals Menschen gemacht. Das heißt, ein Evangelium von damals, wenn man davon eine Kopie erstellen wollte, ist man zu jemandem hingegangen und der hat das dann abgeschrieben. Wort für Wort. Dauert so eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen. Und man kann sowas einmal heute versuchen. Man nimmt sich mal ein Evangelium, von mir aus das kürzeste, das ist Markus, und schreibt mal das einmal per Hand ab. Wort für Wort. Und man vergleicht das mal am Ende, auch nachdem man das Korrektur gelesen hat, mit dem Originaltext. Man wird feststellen, dass man höchstwahrscheinlich ein paar kleine Fehler gemacht hat. Das ist nicht ganz so einfach, so einen längeren Text Wort für Wort fehlerfrei abzuschreiben, besonders wenn man das einfach so per Hand macht. Und damals war das Ganze noch schwieriger. Wenn ihr euch mal so Dokumente von den alten Evangelien anschaut, dann sind da nicht einzelne Wörter und Sätze drauf getrennt. Das ist alles ein Buchstabensalat. Ein Buchstabe neben dem anderen. Man kann keine einzelnen Wörter, keine Sätze unterscheiden. Es gibt keinen Punkt, kein Komma, keinen Doppelpunkt, gar nichts. Man stelle sich mal so ein Markus-Evangelium vor, wo einfach nur ein Buchstabe neben dem nächsten, ohne Leerzeichen, ohne Punkt, ohne Komma, und das muss man per Hand abschreiben. Es ist extrem schwer und man wird Fehler machen. Und das ist auch damals passiert. Das kann man auch heute nachverfolgen. Es gibt Leute, die haben das abgeschrieben und haben sich an einigen Stellen vertan. Und dann wurde von dieser Kopie eine zweite Kopie gemacht. Und es ist das Gleiche passiert. Es haben sich hier und da Fehler eingeschlichen. Und dann wollte von der zweiten Kopie, wollte ein Dritter eine Kopie machen. Und er hat den Verdacht gehabt, ja, irgendwas stimmt doch hier nicht. Und er hat dann einige Fehler korrigiert. Und dann wird eine vierte Kopie davon gemacht. Und der vierte denkt, Moment, diese Korrektur, die eigentlich richtig war, da stimmt das so gar nicht. Und macht die Korrektur wieder rückgängig. Und so war die Geschichte der Evangelien. Das ist am Anfang auch gar nicht aufgefallen. Jeder hatte halt seine private Kopie, hat die in seiner Kirche oder von mir aus auch zu Hause gelesen. Und der käme ja nie auf die Idee, das jetzt mit anderen Evangelien zu vergleichen. Man geht irgendwo hin, macht eine Kopie, nimmt die mit nach Hause und ist eigentlich glücklich und zufrieden. Richtig aufgefallen ist das erst am Anfang des 18. Jahrhunderts. Da gab es einen Gelehrten namens John Mill. Und der sagte, hör mal zu, wir haben jetzt den Buchdruck erfunden. Man muss das Ganze nicht mehr per Hand abschreiben. Jetzt können wir das Ganze drucken lassen. Wir können endlos viele Kopien davon erstellen. Und um das zu machen, hat er sich gesagt, okay, ich sammle jetzt mal diese ganzen Abschriften und Kopien von den Evangelien, vom ganzen Neuen Testament, und vergleiche die miteinander. Wenn ich sowas in Druck gebe, dann möchte ich ja sicher sein, dass das alles korrekt ist, was ich da auch drucke.
Ich mache jetzt endlos viele Kopien davon. Und das hat er dann auch gemacht. Der gute John Mill geht hin und sammelt 100 verschiedene Kopien vom Neuen Testament, von den vier Evangelien, von den Briefen von Paulus. Und jetzt schreibt er nicht einfach immer die Verse ab, sondern er guckt in jedes dieser Evangelien, was da geschrieben steht. Und dann entdeckt man einige Überraschungen. Wir nehmen mal das Markus-Evangelium, Vers 1. Wenn man das Evangelium heute aufschlägt, in der heutigen Bibel, lautet der erste Vers: Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Das steht aber nicht in allen Kopien. In einigen Kopien steht: Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, ohne Sohn Gottes. Es gibt andere Kopien, da steht einfach nur drin: Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus, ohne Christus, ohne Sohn Gottes. Was macht jetzt unser guter John Mill? Er macht Folgendes. Er schreibt den ersten Vers, von dem er glaubt, das ist der richtige, und schreibt in einer Fußnote die Abweichungen auf. Der erste Vers, dies ist das Evangelium, der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, und dann kommen die Fußnoten. Es gibt eine Variante, die heißt so, und die zweite Variante heißt so. Dann gehen wir zum zweiten Vers. Der zweite Vers des Evangeliums von Markus lautet: Wie schon bei den Propheten Jesaja geschrieben steht. Und dann geht es weiter mit einer Prophezeiung. Das steht nicht in allen Kopien. Es gibt welche, in denen steht einfach nur, wie bei den Propheten geschrieben steht. Was macht der John Mill? Er schreibt das, was er für den ursprünglichen Vers hält, in sein Evangelium und in den Fußnoten, die Abweichung. Und so geht er durch das gesamte Neue Testament, durch alle vier Evangelien, durch die Paulusbriefe bis zum Ende. Und dann hat er im Jahre 1707 das Neue Testament veröffentlicht. Und da war das Geschrei groß. John Mill veröffentlicht sein Neues Testament, die Texte, die wir heute kennen, und in den Fußnoten findet man 30.000 Abweichungen. 30.000 Abweichungen aus nur 100 Kopien. John Mill hat nur 100 verschiedene Kopien verglichen. Heutzutage haben wir über 6.000 verschiedene Kopien vom Neuen Testament. 6.000 verschiedene Abschriften. Wie viele Abweichungen würde man heute finden, wenn man das alles nochmal zusammenträgt? Das macht heute keiner, das ist viel zu viel Arbeit. Aber Forscher haben das geschätzt. Einige sagen, es sind 200.000 Abweichungen, einige sagen 300.000, einige sogar 400.000. Aber eines steht fest. Es gäbe mehr Abweichungen als Verse im gesamten Neuen Testament. So viel steht ganz sicher fest. Jetzt erschreckt man sich erstmal, wenn man das hört. Damals gab es eine ganz interessante Diskussion. Einige waren richtig entsetzt, einige haben sich gefreut. Einige von den Katholiken, die haben sich kaputt gelacht. Es gab damals diese Auseinandersetzung mit den Protestanten. Und die Protestanten, die sind immer hingegangen und die haben gesagt, wir berufen uns nur auf die Bibel. Was wir nicht in der Bibel finden, akzeptieren wir nicht. Und die Katholiken waren ein bisschen anders drauf. Die hatten ihre katholische Kirche, den Papst, und die haben immer gesagt, naja, man kann nicht nur die Bibel nehmen, wir möchten auch den Papst dazu haben. Und die Katholiken haben sich jetzt kaputt gelacht. Guck mal hier, ihr wisst ja gar nicht genau, was in der Bibel drinsteht. Ihr könnt euch ja gar nicht nur auf die Bibel verlassen. Wenn man das aber jetzt so hört, so 200.000 Abweichungen, dann erschreckt man sich erstmal. Sind das jetzt ganz andere Geschichten? Was steht da überhaupt alles in den Abweichungen? Da muss man fairerweise Entwarnung geben. Ich sag mal, 99% dieser Abweichungen, die würden nicht einmal bei einer Übersetzung auffallen. Viele von diesen Abweichungen, das sind einfach Rechtschreibfehler. Jemand hat sich beim Textabschreiben irgendwie vertan. Manchmal passiert es sogar, dass jemand beim Abschreiben eine Zeile überspringt. Das passiert zum Beispiel auch beim Lesen, wenn man ein Buch hat. Und besonders, wenn die Zeilen mit dem gleichen Wort enden, dann kann einem das schon mal passieren, dass man in der Zeile verrutscht. Geschenkt, das kann passieren. Manchmal überschlägt vielleicht jemand eine Seite, dann lässt er einige Kapitel auf. Die Leute waren einfach damals nicht ganz so aufmerksam. Und man muss dazu noch sagen, die waren nicht so gebildet wie heute. Heute kann ja fast jeder eigentlich lesen und schreiben, zumindest in der westlichen Welt. Damals war das nicht so selbstverständlich. Manchmal haben Leute das abgeschrieben, die kaum in der Lage waren zu verstehen, was sie überhaupt abschreiben. Eine ganz interessante Abweichung, die gibt es in einem Dokument vom Lukas-Evangelium. Lukas beschreibt im dritten Kapitel die Abstammung von Jesus. Und er ist sehr gründlich. Er geht von Jesus über König David, über Abraham bis zu Adam. Und Adam ist der Sohn Gottes. So beschreibt er das. Von Jesus, König David, Abraham, Sohn Gottes. Aber Adam, der ist der Sohn Gottes.
Und es gibt eine Kopie vom Lukas-Evangelium, wo das in zwei Spalten geschrieben steht. Wie so eine Zeitung. Hier ist die erste Spalte, da ist die zweite. Und einmal hat jemand, der das abgeschrieben hat, nicht erkannt, dass das zwei Spalten sind. Er dachte, das müsste man so lesen. Und schreibt es dann auch so ab. Die Folge davon ist natürlich, dass die Abstammung komplett durcheinander gerät. Die Namen stimmen überhaupt nicht mehr überein. Und das Interessante ist, Adam ist auch nicht mehr der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes ist jetzt ein Mann namens Aram. Und noch interessanter, das hört nicht bei Gott auf. Gott ist der Sohn von Peres. Da muss jemand wirklich besonders geschlafen haben, dass er das nicht gemerkt hat. Aber solche Dinge passieren halt. Man muss aber bei solchen Dingen sagen, das ist keine Absicht gewesen. Da war jemand müde oder er wusste nicht genau, er konnte nicht genau richtig lesen und schreiben. Solche Dinge sind passiert und das sind so bestimmt 99% dieser Abweichungen. Es gibt aber auch welche, die sind ganz sicher kein Zufall. Die waren auch kein Versehen, die waren absichtlich. Und man kann in vielen Fällen sogar erkennen, warum jemand sowas geschrieben hat. Wir haben am Anfang die letzten Verse des Markus-Evangeliums kennengelernt. Das ist die Geschichte, wie Jesus, der Auferstandene, seinen Jüngern erscheint. Das ist nicht der eigentliche Schluss des Markus-Evangeliums. Das Markus-Evangelium hört damit auf, dass einige Frauen zum Grab Jesu kommen. Sie finden dort einen Mann, der sagt ihnen, Jesus ist auferstanden. Und die Frauen kriegen Angst, laufen weg und sagen niemandem etwas. Punkt. Jesus erscheint niemandem. Der auferstandene Jesus kommt zu keiner Person. Er kommt nicht mehr zu den Jüngern, gibt ihnen einige letzte Worte, schickt sie auf die große Taufmission in die Welt hinaus, gar nichts. Das war's? Eigentlich hört keiner davon? Kein Mensch erfährt, dass Jesus auferstanden ist? Wow, das kann doch nicht sein. Sowas wird sich auch jemand gedacht haben, der das kopiert hat. Und schreibt einen Schluss dazu. Das sind die Verse, die wir heute von 9 bis 20 lesen, im 16. Kapitel Markus-Evangelium. Und es wird in der Bibel aber auch gekennzeichnet, das ist kein Geheimnis. Man kann, in den meisten findet man einfach in Klammern und unten den Zusatz, in den ältesten Textzeugen sind diese Verse nicht enthalten. Das ist die Aussage. Jemand hat später diesen Schluss dazu geschrieben. Manchmal wurden auch bestimmte Verse verändert, korrigiert. Wir finden im Markus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 41, die Geschichte, wie Jesus einen armen Mann heilt. Und heute lesen wir die Geschichte, er sah einen Mann, hatte Mitleid mit ihm, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will's tun, sei rein. Das lesen wir heute. Jesus hatte Mitleid mit diesem Mann. Man findet einige sehr alte Kopien vom Markus-Evangelium, da hatte Jesus nicht Mitleid mit dieser Person, Jesus ist wütend geworden. Wie passt das zusammen? Das steht in alten Kopien des Markus-Evangeliums. Aber das passt doch gar nicht zu Jesus. Das werden sich auch Leute gedacht haben, die das kopieren. Und sie haben diesen Vers geändert. Jetzt wird Jesus nicht mehr wütend, jetzt hat Jesus Mitleid. Das passt doch eher. Manchmal wurden auch sachliche Fehler korrigiert. Wir haben den Vers von Kapitel 1, Vers 2 vom Markus-Evangelium kennengelernt schon. Wie geschrieben steht beim Propheten Jesaja. Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her. Das Interessante ist, das steht gar nicht beim Propheten Jesaja. Den Prophet Jesaja kennen wir aus dem Alten Testament. Wir können das nachlesen, das ist ein Fehler. Er steht heute noch im Evangelium, aber es ist sachlich falsch. Das haben auch früher schon einige Leute erkannt. Und deswegen finden wir Kopien vom Markus-Evangelium, wo dieser Vers korrigiert wird. Da steht nicht mehr, wie geschrieben steht beim Propheten Jesaja, wie geschrieben steht bei den Propheten. Das war eine Korrektur, damit einem dieser Fehler nicht mehr auffällt. Manchmal wurde versucht, die Evangelien zu harmonisieren. Man findet in den Evangelien manchmal dieselben Geschichten erzählt, nur leicht anders. Siebtes Beispiel, das Vaterunser. Dieses Gebet, das Vaterunser, findet man bei Matthäus und bei Lukas. Bei Lukas ist es aber ein bisschen kürzer. Es fehlen zwei Zeilen. Was haben einige Leute gemacht, die das Lukas-Evangelium kopiert haben? Sie haben diese zwei Zeilen hinzugefügt, weil sie gesagt haben, oh, das muss doch irgendwie zusammenpassen. Manchmal hat man auch Verse korrigiert, weil es Angriffe von außen gab. Es gibt im Markus-Evangelium, Kapitel 6, Vers 3, die Aussage über Jesus, ist er nicht der Zimmermann, Marias Sohn?
Was ist schlimm daran? Jesus war ein Zimmermann, das ist auch gar kein großes Geheimnis. Um das zu verstehen, warum Leute das ausradieren wollten, muss man ins 2. Jahrhundert zurückgehen. Die Christen wurden im 2. Jahrhundert, als sich das Christentum im Römischen Reich ausgebreitet hat, von den Gegnern unter den Römern attackiert. Und das war einer der Punkte. Die Römer hatten kein Problem damit, sich vorzustellen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das kannten die schon. Die hatten ein Problem mit der Vorstellung, dass ein Sohn Gottes ein Zimmermann ist. Ein Sohn Gottes musste standesgemäß sein. Ein Sohn Gottes, der ist doch nicht Schreiner, Azubi. Das passt doch überhaupt nicht. Und das waren Attacken, die wir heute noch sehen. Also man kann das nachvollziehen. Und was dann passiert ist, ist Folgendes. Man hat die Evangelien genommen und die Aussage, dass Jesus Zimmermann ist, korrigiert. Es gibt Kopien vom Markus-Evangelium, da steht nicht, ist das nicht der Zimmermann, Marias Sohn, sondern ist das nicht der Sohn des Zimmermanns, Marias Sohn. Jetzt ist nicht mehr Jesus der Zimmermann, sondern nur noch der Vater. Es wurden andere Verse korrigiert oder hinzugefügt, um bestimmte Positionen zu verteidigen. Man findet im Lukas-Evangelium die Aussage über Jesus, kurz bevor er festgenommen wird, wo er in den Garten geht und betet. Lukas schreibt dazu, es erschien ihm aber ein Engel von Himmel und stärkte ihn. Und er rang mit dem Tode und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fallen. Das findet man nur bei Lukas. Man findet einige alte Kopien vom Lukas-Evangelium, wo diese Verse fehlen. Sind nicht drin. Warum könnte jemand auf die Idee kommen, so einen Vers hinzuzufügen? Um das zu verstehen, muss man wieder ins 2. Jahrhundert gehen. Im 2. Jahrhundert gab es christliche Gruppierungen, die haben geglaubt, dass Jesus gar keinen menschlichen Körper hätte. Jesus war ein reiner Gott und das war nur eine Erscheinung. Das war kein richtiger Körper. Jetzt mussten andere Gruppierungen allerdings verteidigen, dass er einen echten menschlichen Körper hatte. Und das hat man mit diesem Vers gemacht. Man hat gesagt, hier, hört mal zu. Der Schweiß wird wie Blutstropfen. Das kann doch nur bei einem echten menschlichen Körper sein. Und so findet man in späteren Abschriften des Lukas-Evangeliums urplötzlich diese Verse. Manchmal hat man auch Geschichten hinzugefügt, die irgendwie im Umlauf waren. Die bekannteste von denen ist die von der Ehebrecherin. Die findet ihr in jedem Jesus-Film. Die Geschichte geht ungefähr so, es wird eine Ehebrecherin zu Jesus gebracht und die Juden wollen von ihm ein Urteil haben. Was sagst du? Muss sie hingerichtet werden nach dem Gesetz Mose? Und Jesus sagt diesen berühmten Satz, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und die Leute gehen. Jeder Jesus-Film enthält diese Szene. Selbst der von Mel Gibson, der sich eigentlich nur um die letzten Stunden dreht, aber er enthält eine Rückblende auf diese Szene. Ist eine der bekanntesten, ist auch eine Szene mit Pathos, die ergreift einen. Stand aber nie ursprünglich im Johannesevangelium. Sie kam erst im 4. oder im 5. Jahrhundert dazu. Da findet man urplötzlich diese Geschichte. Und auch diese Geschichte ist heute in der Regel in Klammern gesetzt. Mit einem Hinweis unten, dass sie in alten Textzeugen nicht enthalten ist. Man findet auch Verse manchmal, die bestimmte theologische Positionen rechtfertigen sollten. Es gibt einen bekannten im 1. Johannesbrief. Der lautet, und drei sind es, die Zeugen geben auf Erden. Der Geist, das Wasser und das Blut. Und diese drei sind eins. Und in einigen Kopien findet man weiter, und es sind drei, die Zeugnis geben im Himmel. Der Vater, der Sohn und der Geist. Und diese drei sind eins. Diesen Vers findet man in den griechischen Originalkopien erst ab dem 16. Jahrhundert. Und dieser Vers war eine Auftragsfälschung. Man kennt die Geschichte, wie er da reingekommen ist. Jemand sollte eine Kopie erstellen von den griechischen Manuskripten, hat diesen Vers nicht gefunden. Und Leute haben ihm gesagt, du schreibst den Vers da rein, wir bringen dir extra eine Kopie und schreiben den Vers da rein. Und so ist die Geschichte. Das war eine Auftragsfälschung. Er steht heute in vielen Evangelien, in vielen Bibelausgaben überhaupt gar nicht mehr drin. Man hat ihn inzwischen rausgenommen. Er war allerdings auch jahrhundertelang oder galt jahrhundertelang als Teil der Bibel. Ist das jetzt schlimm, wenn man sich so das vorstellt? Ist es beispielsweise schlimm, wenn Markus im ersten, oder ist es ein Unterschied, ob Markus sein Evangelium beginnt mit der Aussage, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, oder ohne Sohn Gottes oder nur von Jesus, macht das einen Unterschied in der Bedeutung? Nein, eigentlich nicht. Die Bedeutung ist mehr oder weniger die gleiche. Aber wo führt das am Ende hin? Wo führt das hin, wenn jeder meint, er muss ein Wort hinzufügen?
oder ein Wort weglassen oder ein Wort ändern oder eine Geschichte hinzufügen. Und heute können wir ja gar nicht mehr nachvollziehen, was am Anfang passiert ist. Man würde sich ja denken, oh, wir können das ja heute ganz einfach korrigieren. Wir nehmen uns die erste Version aus dem Jahre 70 und können das einfach mit den anderen vergleichen. Und genau das geht nicht. Es gibt heute keine Version aus dem Jahre 70. Es gibt überhaupt keine Version von einem Evangelium aus dem ersten Jahrhundert. Es gibt nicht einmal ein vollständiges Evangelium aus dem zweiten Jahrhundert. Aus dem zweiten Jahrhundert haben wir ein paar Bruchstücke. Wir haben ein paar Papiere, ungefähr so groß wie eine Scheckkarte, da stehen so einzelne Verse von Matthäus oder Johannes drauf. Insgesamt 50 Verse circa. Die ersten Abschriften von den Evangelien, die haben wir erst im dritten Jahrhundert. Vom Markus-Evangelium haben wir die erste Abschrift aus dem Jahre 220 und die ist nicht mal vollständig. Es sind nur die Hälfte der Kapitel drin und die sind auch nur zur Hälfte beschrieben. Die ersten vollständigen Bibelausgaben, die gibt es erst im 4. Jahrhundert. Vor dem 4. Jahrhundert gibt es nicht eine einzige komplette Bibel mit den vier Evangelien und Briefen, wie wir sie heute kennen. Das ist nicht meine persönliche Meinung. Das hat nichts zu tun mit meiner Meinung, deiner Deinung oder seiner Seinung. Das ist eine schlichte Tatsache. Es sind auch Dinge, die man an christlichen Universitäten unterrichtet bekommt. Es sind keine Geheimnisse. Der örtliche Pfarrer wird einem das auch erzählen können, weil er das gelernt hat. Man gibt das nicht unbedingt weiter, aber es sind Dinge, die bekannt sind. Es gibt deswegen auch an diesen Universitäten ein Fach, das nennt sich Textkritik. Wenn jemand ein Wissenschaftler im Neuen Testament werden möchte, dann muss er dieses Fach nehmen, Textkritik. Damit soll auseinandergelegt werden, welche Verse ursprünglich in einem Evangelium drin standen oder höchstwahrscheinlich nicht drin standen. Deswegen kann man heute auch gar nicht mehr mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ob all die Verse, die wir heute sehen, da drin standen. Es gibt Verse, die waren höchstwahrscheinlich ursprünglich drin. Es gibt Verse, die möglicherweise drin waren. Und es gibt Verse, die höchstwahrscheinlich nicht dazugehörten. Und wenn man mal mit Bibeln miteinander vergleicht, von heute und von vielleicht vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren, dann merkt man leichte Abweichungen. Selbst von den offiziellen, kirchlich herausgegebenen Bibeln. Die sind nicht immer gleich, weil sich die Meinungen zu bestimmten Versen ändern. Die Grundaussage des Evangeliums ändert sich natürlich dadurch nicht im Wesentlichen. Aber mich stört es schon enorm, wenn Leute im 1. und 2. Jahrhundert meinen, sie müssten das Ganze anpassen. Ich möchte wissen, was Markus geschrieben hat. Ich möchte nicht wissen, was im 2. Jahrhundert jemand meinte, dass Markus es hätte schreiben müssen. Und vor allen Dingen stört mich das, wenn jemand nicht nur einen Fehler beim Abschreiben macht, sondern wenn er die Bedeutung noch anpasst. Und noch mehr stört mich, wenn jemand die Bedeutung in seinem theologischen Sinne anpasst. Das wirft mehrere Fragen aus. Was sagt mir sowas, wenn ich diese Situation betrachte? Mir sagt das eine Sache. In den ersten Jahrhunderten wurden die Bibeln nicht, oder wurde das Neue Testament nicht als das Wort Gottes betrachtet. Die Leute, die das abgeschrieben haben, die hatten nicht das Gefühl, das ist das Wort Gottes. Wer käme auf die Idee, wenn er das Wort Gottes vor sich hat, es abzuschreiben und der Meinung zu sein, er müsste das verbessern? Gibt es einen gläubigen Menschen, der selber das Wort Gottes verbessern würde? Es sagt mir, dass die ersten Leute das einfach für das Wort eines Menschen gehalten haben. Des Weiteren sagt mir das, es macht heute überhaupt keinen Sinn, zu behaupten, das Neue Testament wäre das Wort Gottes. Was macht es für einen Sinn zu sagen, das ist das Wort Gottes, wenn gar nicht klar ist, wie dieser Wortlaut überhaupt aussieht? Da macht es doch gar keinen Sinn, sowas zu sagen. Es wirft noch eine weitere Frage auf. Warum hat Gott anscheinend überhaupt keinen Wert darauf gelegt, die Evangelien im Ursprung für uns zu erhalten? Was hier passiert ist, ist dasselbe, was mit allen anderen menschlichen Büchern passiert ist. Mit anderen Büchern aus der Antike. Die wurden abgeschrieben, ein Teil ist verloren, ein Teil wurde fehlerhaft abgeschrieben, etc. Dasselbe mit den Evangelien. Warum hat Gott nicht selber dafür gesorgt, dass wir heute die Evangelien im Ursprung in den Händen halten? Er hat offensichtlich überhaupt keinen Wert darauf gelegt. Stellen wir uns aber mal vor, wir hätten die Evangelien im Ursprung. Wir hätten tatsächlich heute eine Möglichkeit, alle vier Evangelien in der ursprünglichen Version wiederzubekommen. Wie viele der Worte Jesu hätten wir dann? Eigentlich bin ich ja daran interessiert, was Jesus gesagt hat, nicht mal direkt was Markus oder Matthäus. Mich interessiert ja Jesus selber, er war ja der Bote Gottes. Wenn ich die im Ursprung vorliegen hätte, wie viele der Worte Jesu hätte ich dann?
Das kann man recht genau beziffern. Im gesamten Neuen Testament befinden sich maximal 26 Worte, die Jesus gesagt hat. Es sind auf keinen Fall mehr. Es sind maximal 26. Warum kann man das so genau sagen? Weil das gesamte Neue Testament in Griechisch geschrieben wurde. Jesus hat nicht Griechisch gesprochen, sondern Aramäisch. Es gibt im gesamten Neuen Testament 26 Worte auf Aramäisch. Alles andere sind nicht die Worte Jesus. Und das ist keine Trivialität. Sagt mir jetzt nicht einer, das ist doch einfach eine Übersetzung. Ja, was ist denn eine Übersetzung? Eine Übersetzung ist schon eine Interpretation. Wie funktioniert eine Übersetzung? Wenn ich einen Text aus dem Englischen ins Deutsche übersetze, ich lese mir den englischen Text durch und das, was ich darunter verstehe, gebe ich im Deutschen wieder. Das ist schon eine Interpretation. Und die englische und deutsche Sprache sind sehr nah miteinander verwandt. Das Griechische und das Aramäische, das hat ja kaum Gemeinsamkeiten. Was kann da nicht alles passieren auf dem Wege der Übersetzung? Das sind ja Sprachen, die überhaupt keine Gemeinsamkeiten haben. Das sind ja gar nicht miteinander verwandt. Das ist ja wie Deutsch und Chinesisch. Und das wirft noch eine weitere Frage auf. Warum hat Gott nicht den geringsten Wert darauf gelegt, die Worte Jesu für uns heute zu erhalten?